5 Minuten runter. Ja, was? Ja, herzlich willkommen zum bereits 4. Livestreaming-Konzert da in der Kulturplattform, wo unsere Veranstaltungssaal leider immer noch geschlossen ist. Es ist einfach ein Drama. Aber mittlerweile haben wir ja das in den Äthersenden ziemlich gut im Griff, obwohl wir kein professionelles Fernsehteam haben und alles selber machen. Aber der Stefan Haussteiner, der für Bild, Ton und Schnitt und für das Ganze verantwortlich ist, der bringt euch das wunderbar heim auf eurem Bildschirm. Und das Licht, damit man auch gescheit was sieht, das macht der Gerfried Stadler. Und macht es euch also bequem daheim und genießt einen Live-Abend, bei dem ihr auch mitschätzen könnt. Weil statt dem Publikum haben die Musiker da einen riesengroßen Bildschirm stehen, wo es alle live sehen, was ich da gerade für ihre Kommentare abgebe. Und das dann auch, wenn sie nicht gerade richtig auf die Musik konzentriert sind, denke ich halt einmal. Und den YouTube-Channel, den kann man natürlich auch abonnieren, was uns natürlich narrisch freuen darf. Weil es ist natürlich wirklich immer trostlose Zeit. Und wir sind natürlich ohne Publikum da, wir sind alle Test. Und es sind auch nur die Leute da, die einfach notwendig sind, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Aber was natürlich unendlich schade ist bei so einer Musik, sind weit mehr Leute auf der Bühne, wie wir da unten sind, und hilft einfach nicht. Und die Musik ist eine Band, die das Genre der Tanzelmusik einfach sehr spritzig umbringt. Mit viel Fetten aus der Brasspartie, das ist das Blech, und die dann halt bradeln mit Zugen und Holz und Gitarre. Und die Jesser wurden vielleicht sagen Jammen, weiß ich nicht ganz genau, zu Bradeln. Aber fragen wir einen Jesser einmal. Rams vielleicht daheim die Sessel zusammen, wenn es noch ein richtig zum Tanzen wirst, dass ihr nirgends anhört. Und viel Spaß mit der Gruppe Bradelfetten. Schönen Abend noch. Thank you.
Ja, einen wunderschönen guten Abend an euch alle daheim, an euren Fernsehgeräten, Smartphones, Tablets oder was auch immer, wo ihr uns empfangen könnt. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr alle da seid. Wir sehen auch schon einige Nachrichten da im Chat. Gell? Also nochmal der Hinweis, was ist da im Chat? Eine schreibt's. Das können wir da so ein bisschen mitlesen, wo wir es da lesen, weil die kommen echt wahnsinnig schnell schon daher. Grüß euch alle miteinander. Lieber Peter Pinkel, deine Nachricht hat uns natürlich erreicht. So, jetzt zuerst einmal. Grüß euch alle miteinander, heute hier zum Livestream aus dem wunderschönen Haus der Kultur in St. Johann. Da ist die Kamera, genau. Aus dem Haus der Kultur in St. Johann. Und es freut uns wahnsinnig, dass uns die Kulturplattform hier eingeladen hat, dass wir diesen Livestream für euch machen dürfen. Und das freut uns ganz, ganz wahnsinnig. Die erste wichtige Handlungsanweisung an euch zu Hause ist jetzt einmal folgendes. Ihr geht zum Kühlschrank, weil ich hoffe, jeder hat ein Bier eingekühlt. Bier rausnehmen, öffnen und wir stoßen mal gemeinsam an. Wir haben natürlich auch eins da, so war es ja nicht, gell? Und wir stoßen mit euch miteinander an, freuen uns auf einen lockeren Abend mit einem Prosit in Astur. Wir sollen es noch anders sein. Zweites Stücke, ein Prosit, so gehört sich das. Gell? Auf geht's. Eins, zwei, drei. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Prost an euch zu Hause. Wir stoßen jetzt einmal auf Prost. So, und bei uns geht es natürlich gleich weiter. Auf geht's mit dem heutigen Livestream-Konzert. Circa eine Stunde sind wir für euch online hier aus St. Johann. Und von St. Johann fahren wir jetzt gemeinsam eine nach Werfwing in Wengerwinke mit die nächsten Stücke, nämlich zu unserem Meisnitzer Tommy, der die nächsten zwei Nummern komponiert hat. Wir starten gleich im ersten Stücke, eben wie ich gerade gesagt habe. Einiges im Wengerwinke. Thank you.
So, wir hören den Applaus bis daher. Danke vielmals. Echt tosender Applaus. Ein Stückchen vom Tommy im Wengerwinki. Was wir da heute vom Programm her machen, ist auch für uns eigentlich auch, sage ich mal so, die beste Probe. Weil die erste Probe seit langem, das muss ich nämlich auch dazu sagen, die erste Probe seit langem und wir sind ja momentan auch dabei, endlich unsere erste CD aufzunehmen oder wir probieren es gerade. Ein paar Lockdowns sind uns dazwischen gekommen. Jetzt haben wir das alle mal wieder so ein bisschen batzeiweiß gemacht. Da haben wir ein Stückchen aufgenommen, da haben wir ein Stückchen aufgenommen. Aber es geht voran, das kann ich sagen. Und irgendwann werden wir es dann schaffen, dass wir eine fertige CD präsentieren können und die auch wirklich präsentieren können, weil das würden wir uns natürlich am allermeisten wünschen, dass wir ein paar Veranstaltungen machen können, wo wir euch diese CD auch live präsentieren können. Und heute, der Großteil des heutigen Programms wird auch seinen Weg auf diese CD finden. So auch der nächste Titel, ein Titel, ja, schöner kann es gar nicht sein. Und jetzt in Tanzlmusi-Besetzung das Video in der mit der Wengerbach-Musi beim Tiroler Volksmusikpreis. So, jetzt kriege ich es eh nicht auf die Reihe, falls mir gerade nicht ein. Hermann Haselsteiner Preis, so, das wollte ich gerade sagen. Von der Wengerbach-Musi, das hat, ich glaube, das hat bald in Gangnam-Style geschlagen mit den Klicks, oder? So ungefähr. So, wie viel waren das? 8 Milliarden oder so? Circa haben das Video gesehen. Aber jetzt in Tanzlmusi-Besetzung ein wunderschöner Titel von unserem Dominik Meisnitzer. Da. Walzer, am Freitag schon kommen. Thank you.
Ja, vielen Dank auch. Es ist wirklich schön. Also ich muss sagen, so ein Online-Konzert, wenn man so Feedback da direkt kriegt aus der YouTube-Gruppe, das ist wirklich, das kriegt man ja live nicht wahnsinnig viel besser. Ja, da hört man, der Dani sagt, da hört man nicht, was die Leute reden, das ist richtig. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und freut uns wahnsinnig, dass wir alle bei euch zu Hause heute in den Wohnzimmern spielen dürfen. Das ist eine besondere Ehre, die wir sonst ja natürlich nicht hätten. Da waren wir irgendwo in einem Veranstaltungssaal oder in einem bummvollen Bierzelt, idealerweise, ne, um die Zeit auch noch nicht. Na, freut uns wahnsinnig, dass so viele schon teilnehmen und uns am Konzert lauschen. Ja, es ist einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl, endlich wieder auf der Bühne zu sein. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist das letzte Mal gewesen im Juni, dass wir 1998, dass wir gespielt haben, gefühlt. Und ja, es freut uns natürlich, dass wir das machen können und dass wir ein bisschen für euch spielen können. Was wir heute geplant haben, ist eine kleine musikalische Reise, so wie wir die Bradelfetten aufgebaut haben. Es ist zwar eine Tanzelmusik, aber eine Tanzelmusik, die auch andere Genres bedient, in der Volksmusik, in der alpenländischen Volksmusik. Und da werden wir jetzt einmal einen Ausflug machen, als erstes nach Oberkrain. Wir haben ja zwei Kollegen unter uns, die Oberkrainer Blut in sich haben, die zwei Strangerlsker, steht jetzt einmal auf. Die haben einen Opa, der ja, aus Slowenien ist, also die kennen das. Und wir versuchen heute halt auch ein bisschen da mitspielen. Und der erste Ausflug wird sein nach Oberkrain und da kommen die nächsten drei Stücke dann her. Wir starten mit einem Polka mit Gesang. Mein bester Freund ist die Musik. Viel Vergnügen. Dankeschön, ein Oberkrainer Stickerl, mein bester Freund. Lieber Sepp. Wunderbar, also es ist wirklich super, wie wenn wir vor zwei Wochen probt hätten. Nein. Also es macht wirklich Spaß, auf der Bühne zu sein. Wir stellen uns das vor, dass wir vor einer
Menge von Leuten stehen. Wahrscheinlich kann man es gar nicht vorstellen, wie viele Leute uns wirklich gerade zuhören. Ja, für uns ist einfach wichtig, dass wir einmal jetzt wieder einen schönen Abend machen, was Gemütliches, Live-Musik, abseits der allbeherrschenden Themen. Und ja, so geht es gleich weiter. Nach dem Polka aus Oberkrain gibt es einen Walzer, das schöne Stück Katharin. Auf der Solo-Posaune, die ist ein bisschen beim Waschen eingegangen. Unser Bastelmeister David Viertaler. Ein bisschen Schleichwerbung in eigener Sache muss schon sein, David, gell? Da, klar. So. Und mit dem dritten Stickel in dieser Oberkrainer Reihe beschließen wir auch diesen Oberkrainer Block. Schöne Grüße nach Slowenien mit dem nächsten Stickel. Das ist nicht. Mit dem nächsten Stickel, und zwar passend eigentlich zur auslaufenden Jahreszeit für alle Skifahrer, gell? Die Wedelpolka oder die Slalompolka. Slauko und Wilko Ausenik, die letzten drei Stücke. Gell? Somit beschließen wir den Oberkrainer Block. Viel Vergnügen mit der Wedelpolka. Musik
Vielen Dank. Wir hören direkt den Applaus. Es ist spitze in der Ferne. Ja, vielen Dank. Das war die Wedelbrücke. Man merkt es ein bisschen von dem Takt dieses Stücks. Das ist, wir wollen mal wirklich an eine Piste hinunter wedeln würde. Natürlich muss man das machen mit alten 2,50 Meter langen Ski. Sonst funktioniert das natürlich nicht mehr. Also mit den Carving-Ski, das geht nicht mehr so gut. Aber so kann man das, sich das vorstellen. Sepp, hast du solche noch daheim, oder was? Ja, auf der Hütte hängen okay, die. Okay. Sind aufgenagelt. Ja. Vorn tun wir es nicht mehr. So, aber gut. Der Gerl sagt gerade, da wird ja nur gekreinert. Eben, es wird nicht nur gekreinert. Jetzt geht es rein in den nächsten Block. Fahren wir weiter in den Norden, oder? In Norden, wir dürfen physisch nicht hinfahren, glaube ich, aktuell. Aber ja, genau, Seemann, deine Heimat sind die Sterne. Nein, so weit fahren wir nicht. Wir fahren nach Tschechien, Böhmen und Mähren. Es geht weiter mit einem kleinen böhmisch-mährischen Block. Stefan, magst du uns sagen, was wir jetzt spielen? Liebend gern, liebend gern. Weiter geht's mit der nächsten Polka von einer wahren Legende der böhmisch-mährischen Blasmusik. Natürlich geht's um einen Ladislav Kubeš. Kubeš mit dem nächsten Stickel, die Jicho Česka Polka. Ja, wir grüßen nach Böhmen und Mähren, in dem Fall nach Südböhmen mit der südböhmischen Polka, mit der Jicho Česka. Auf geht's! Thank you.
Zusammengetauchten Posaune. Vielen Dank, das ist diese fehlende Basstrommel, die große Trommel, die da fehlt, dieses Bumm zum Schluss nach einer schönen böhmischen Nummer. Ja, wunderbar, also der Viertaler David war da auf seiner Basstrompete unterwegs, mit Basstrompeten unterwegs, und der Hörbiger Maximilian mit dem Solo auf dem Flügelhorn, wunderbar. Wir bleiben ein bisschen noch in Böhmen. Das nächste Stück, wenn ich das richtig lese, in meiner. Oh, das ist ein alter Hodern. Ich brauche den nicht ansagen. Der Inbegriff der böhmischen Polka, sagt unser Stefan, ein alter Hadern. Viel Spaß mit dem nächsten Stück. Ihr kennt es alle. Rosamunde, glaub mir auch, ich bin dir treu. Denn zur Stunde, Rosamunde, ist mein Herz gerade noch frei. Braucht, gell? Nein, da braucht man keinen Bumm. Die Rosamunde. Die Rosamunde. So, einen letzten machen wir jetzt noch auf dieser böhmisch-mährischen Runde. Dann sind wir. Entschuldigung, da kommt so viel Blödsinn von da drüben rum. So, wir bleiben noch einmal auf dieser böhmisch-mährischen Welle. Einen letzten gibt es noch, nämlich vom König der mährischen Polka. Dann hätten wir eigentlich so alles ziemlich angedeckt. Antonín Zvášek, der nächste Titel, nämlich die Morgenblüten oder so wie es im Original heißt, die Kmotrenka-Polka.
Ganz frisch im Programm wieder, gell? Herzlichen Dank, die böhmische Polka. Es ist immer wieder schön. Modrenka, natürlich eine Nummer von Antonín Zvášek. Der hat es für die Musikanten hat das nicht leicht gemacht, aber den Zuhörern dafür, glaube ich, ein bisschen leichter. Eine wunderschöne Sache. Ja, von Böhmen reisen wir jetzt weiter. Und vielleicht dazwischen ganz kurz, weil ich das erste Mal gelesen habe, eine kurze Geschichte.
wer unsere Auftritte kennt, der weiß, dass auch immer eine Geschichte dabei ist. Ob sie ganz stimmt oder nicht, das sei dahingestellt. Wie das Reisen noch funktioniert hat, ihr müsst euch das vorstellen, ist ein deutscher Tourist noch in die Schweiz gereist und ist damals, da hat man sich noch nicht anmelden müssen, noch gar nichts, ist an die Grenze gekommen. Und da ist aber ein Zöllner gestanden und der Zöllner hat ihn dann hergewunken, den deutschen Touristen, und hat ihn gefragt, haben Sie Waren? Dann hat der Deutsche nochmal, hat ihn so angeschaut und sagt, haben Sie Waren? Dann sagt der deutsche Tourist, das heißt, sind Sie gewesen? Also, ist was Neues. Also durch das, wenn man ein Jahr nicht mehr spielt, dann fällt dann wieder gewisse Sachen ein oder kommen dann unter. Sind die alten Witze auch wieder neu. Genau. So ist es gewesen in die Schweiz. Wir reisen aber nicht in die Schweiz. Wir reisen nur ein Stück Richtung Westen weiter und zwar wieder nach Bayern, glaube ich, jetzt ein bisschen, oder? Naja, Bayern, Salzburg. Ein Borischer, das nächste Stück wieder von unserem Meißnitzer Dominik zu ihrer Rechten. Der Borische für den Ruppi. Thank you.
So. Dani hat gerade gesagt, Tommy, wenn du so ein starkes Sticki schreibst, gell? Das ist, wie vorher, wie der Seppi gesagt hat, mit dem Swaschek, gell? Der hat für die Musikanten mutzgrausig geschrieben, aber für die Zuhörer so schön, gell? Gell? Das ist ja das, gell? So, im Stream habe ich gerade ein paar Fragen gesehen. Ja, der Stream wird nachher auch zum Nachsehen verfügbar sein. Also er bleibt online, ist nicht nur für heute, sondern er bleibt online. Okay, gut. So, kleiner Check auf die Uhr. Knapp. Wie war das aber beim Stefan Raab? Wir haben doch keine Zeit. So ungefähr, ja. Der Bayerische für den Ruppi war das jetzt von unserem Maisnetzer Tommy. Wie gesagt, jetzt geht es wieder weiter. Mit einem Stickel, das was ganz bezeichnet ist für die aktuelle Zeit. Es ist nämlich das erste Stickel, was ich selber geschrieben habe, wie der Lockdown da war. Und es heißt bezeichnenderweise daheim, ein Walzer. Und dem Walzer, das war eben die zweite Frage, was gerade vorher, was ich im Chat so nebenbei ein bisschen gelesen habe. Ja, es gibt hier einen Tontechniker und die Sticke möchte ich ihm heute widmen, unseren Holsteiner Steff, weil er hat gesagt, die Sticke, das taugt ihm auch voll. Und ich weiß, dass er normalerweise so eine Muse nicht täglich hört, sagen wir es mal ja so. Lieber Steff, für dich, wir bedanken uns für den geilen Sound. Und spielen jetzt den Walzer daheim. Vielen Dank, das war der Walzer daheim, Stefan.
Du hast uns ja, ich weiß nicht, wie viele Nummern in unserer Mappe geschrieben. Das war ja super, wie wir angefangen haben zum Tanzen, muss ich spielen. Ist der Stefan gleich mal gekommen zu der ersten Probe und hat so, keine Ahnung, gefühlt 50 Stücke, 10 Stücke mitgenommen. Nein, wir haben einige Stücke schon bekommen und dann immer wieder ausgebaut und es macht natürlich Spaß, so Sachen zu spielen. Wir haben das Glück, dass wir mehrere Komponisten dabei haben, auch Arrangeure, also der Stefan als Komponist und Arrangeur. Dani, du hast da auch Komponist und Arrangeur, Daniel Stranger, der hat auch Walzer und einige andere Sachen für uns geschrieben und der Meisnitzer Dominika und wir müssen uns nur mehr hinsetzen und halt dann das spielen, was da drin steht. Das ist ja einfach. Ja, unser Programm, glaube ich, neigt sich schön langsam dem Ende zu. Es ist ein Wahnsinn, normalerweise, ja, jetzt kommen wir da rein, gell? Es ist beim, wenn wir einen Live-Auftritt haben, dann ist die erste Stunde vorbei von 8 und man kommt dann einmal ein bisschen rein und dann geht es erst richtig los, aber wir werden Ansatz aufbauen und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, sehen wir uns live und dann sind es 8 Stunden mindestens, ohne Nachbesprechung. Genau, das würde ich sagen, das ist der Unterschied, glaube ich, gell? Zu sonst, normal nach einer Stunde werden wir warm. Wie geht es dir so? Das müssen wir nicht näher erläutern. Zum Schluss, ich glaube, wir sollen unsere Gruppe... Jetzt machen wir fast einen Talk draus noch gar. Ich glaube, wir sollen unsere Gruppe noch kurz vorstellen, oder? Wer sind denn wir überhaupt? Bitte, Sepp. Darf ich anfangen? Eben zu Ihrer Rechten auf der Klarinette, Stranger Stefan, unser Kapo. Daneben Maximilian Hörbiger, unser Quotenpinzgauer. Wunderbarer Flügelhornist. Ja, Freude, dass er dabei ist. Der Stranger Daniel daneben, Flügelhorn, Bruder vom Stranger Stefan. Und ich habe ja schon so viel gesagt. Vierteler David aus Werfenweng, Vierteler Sepp Junior, bravo. Dann Romo Sabeta auf unserer Ziehharmonika, ebenfalls aus Werfenweng und wieder aus Werfenweng. Meisnitzer, Dominik, ja. Braucht man in der Volksmusikszene, glaube ich, nicht groß. Sepp und weiß gerade, Lies, Duba hat ewig Ansatz, unseren Dubisten müssen wir natürlich auch vorstellen. Duba hat ewig Ansatz. Unseren Dubisten müssen wir natürlich auch vorstellen. Für euch an der Tuba, unser Seppi Brandauer, natürlich ebenfalls aus Werfenweng, unsere Werfenweng Bischofshofen, St. Johann, Pinzgau Connection hier auf der Bühne. Also die Werfenwenger sind echt in der Überzahl, Sepp, seit du nicht mehr auswärts wohnst, gell? Bist wieder heimgezogen, ja. So, ganz kurz noch, möchte ich noch eine Frage beantworten. Ja, man kann auch die Stücke erwerben, nämlich entweder, also in Dominik seine Stücke, natürlich daxen.at, in seinem Online-Shop kann man die Stücke erwerben und meine Stücke findet man alle auf remix.at, zweimal mit i geschrieben, Richard Ida, Mata Ida X.at, also Daxen.at, soll man das auch buchstabieren, oder versteht man das? Sagen wir, ein weiches daxn.at. Daxen.at oder remix.shop. Remix.shop und daxen.at findet man diese Stücke. Jetzt kommen wir mal zum letzten offiziellen Stück, bevor es eventuell noch eine Zugabe gibt. Gell? Und zwar genug Werbung gemacht. Eins der ersten Stücke, das für diese Formation entstanden ist, wie es schon der Sepp vorher gesagt hat, auf geht's mit dem Gruß an Bayern. Thank you.
Dankeschön, vielen Dank. Wir hören euren Applaus bis hierhin durch die Kameras. Und es freut uns wahnsinnig, dass ihr heute mit dabei wart. Und natürlich am Schluss ist noch unseren Gastgebern natürlich zu danken. Wir bedanken uns wirklich ganz, ganz herzlich bei euch hier von der Kulturplattform St. Johann, dass ihr das möglich macht, diese Livestreams. Kann man sich ja gern durchklicken. Es waren schon, ist ja heute schon gesagt worden, es ist mittlerweile der 4. Livestream. Es waren schon 3, es kommen noch weitere in Zukunft. Sofern uns diese Pandemie ja natürlich auch noch ein bisschen weiter beschäftigt, gibt es natürlich weitere Livestreams. Weitere sind schon geplant. Am besten direkt auf der Homepage der Kulturplattform oder auf Facebook, Instagram, überall kann man das natürlich finden. Wir bedanken uns recht, recht herzlich bei der Kulturplattform St. Johann. Ja. Danke, Zugabe. Und da würde ich sagen, geben wir mal von uns sieben aus, einen herzlichen Applaus hier an das ganze Team von der Kulturplattform. Vielen Dank. Ganz herzlich bedanken natürlich auch bei so einer Musi ist Nona Nied, so wie das erste Stück geheißen hat. Gell? Auch natürlich der Ton. Vielen Dank an E2 Event Engineering, an unseren lieben Stefan Haussteiner für den Ton. Also wir haben nicht gehört, aber er ist daheim hopsen gehört und dementsprechend hoffen wir, dass er gut war. Also wir haben Mikrofone hergenommen und ein Mann muss die natürlich mischen. Danke, Steff! So, und zum Abschluss als Zugabe gibt es noch das Stückel oder sagen wir mal den Titel, der eigentlich Bradelfetten, sagen wir mal, auf asphaltiertem Wege beschreibt, nämlich die Connection von Bonga in den Pinzgau. Das kann natürlich nur die B311 sein und genauso heißt die nächste Polka. B311. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für eure Kommentare. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal mit der Bradelfetten. Vielen Dank an die Kulturplattform St. Johann. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Dankeschön.